Ja, moin, hallo Leute, hier ist wieder euer Thorsten aus Weiß nichts Welt und heute mit einem Special-Video. Ich habe ja am Sonntag schon im Ukraine-Video gesagt, dass ich mich mit Martin mal ein bisschen unterhalten möchte über das Thema, über die Auswirkungen dieses Konflikts und ja, überhaupt über das ganze Thema Energie und was wir jetzt machen sollten und dass es alles eigentlich noch ein bisschen mehr Grund dafür ist, dass wir jetzt hier für den PV-Ausbau werben. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich lade ihn mal ein und wir führen ein kleines Skype-Gespräch. Wenn ihr noch mehr Bock auf solche Gespräche und dergleichen habt, abonniert den Kanal. Ihr wisst ja, abonnieren, kommentieren, diskutieren und teilen. Ich spiele dann jetzt gleich unser Skype ein und ja, dann hoffe ich, dass es euch gefällt. Ja, Martin, wir wollen uns ja heute so ein bisschen unterhalten über alternative Heizkonzepte, auch so ein bisschen im Zeichen des Ukraine-Konflikts, was du da so denkst und wie unsere Wege, wie du das beurteilst. Und ja, fang doch mal an, was fällt dir denn so ein? Ja, was fällt mir ein? Wenn ich nach vorne gucke, sehe ich unseren Schornstein. Unsere Heizung, zum Glück arbeitet sie noch, aber was kommt da raus? Da kommt natürlich weißer Rauch raus. Das heißt nicht, wir haben einen neuen Papst, sondern das heißt, dass wir hier Gas verfeuern. Das war ja lange Zeit so, hatte ja so den Deckmantel des relativ sauberen. Wir wissen ja inzwischen durch Methanleckagen und ähnliches, so sauber ist es nicht. Ja, und seit letzter Woche ist Gas ja noch viel, viel schmutziger geworden, weil jetzt klebt an dem Gas ja auch leider Blut dran. Wir dürfen nicht vergessen, alles, was wir hier an Gas und Öl verfeuern, der russische Staatshaushalt, der setzt sich zu mehr als der Hälfte aus Energieexporten zusammen. Und das heißt, dass jede Kilowattstunde, die wir hier verfeuern, die können die Russen einsetzen, um ihr Militär weiter aufzupäppeln. Und das ist zum Beispiel auch der Unterschied zur Ukraine. Die haben halt keine großen Energieexporte. Und jetzt sieht man die Machtverhältnisse, wie das Ganze jetzt abläuft. Und das muss man sich immer vor Augen halten. Ja, Ich habe ja. das, ne? Ich habe das jetzt bei Facebook mal geschrieben, weil es ging ja los, alle machten wieder ihre Avatare blau-gelb. Finde ich auch eine super Sache. Man soll Stellung beziehen, man soll Zeichen setzen. Aber ich sage ganz klar, jeder hat die Möglichkeit, Russland zu sanktionieren. Und zwar, indem er auf regenerative Energien umstellt. Jede Kilowattstunde, die hier nicht mehr mit Gas oder Benzin, also Öl verfeuert wird, sondern regenerativ Wind, Wasser, Sonne hergestellt wird, die wird doppelt und dreifach den Russen fehlen im Verkauf. Das ist einfach so. Und das ist die beste Art zu sanktionieren, wenn wir jetzt alle endlich mal, böse gesagt, den Arsch hochkriegen und unsere Dächer voll machen. Photovoltaikanlagen sind ein Geschenk vom Staat. Selbst unsere, wir haben ja hier die beschissenste Photovoltaikanlage, also nicht die Anlage, aber die Situation mit dem Schatten und allem. Und trotzdem rechnet die sich. Wir zahlen weniger, als wenn wir keine Photovoltaikanlage hätten. Und da müssen wir jetzt einfach hinter, dass wir wirklich die Dächer voll machen, dass wir wirklich regenerativen Strom erzeugen, dass wir energieunabhängiger werden in Europa. Und das ist die einfachste Art und Weise, das zu machen. Klar, wir werden die Energiewende nicht einfach so machen. Wir werden dafür Gas brauchen. Das ist ja klar. Das kommt dann halt auch woanders her. Ich habe gerade gehört, Bundeskanzler Scholz hat gesagt, Wilhelmshaven und Brunsbüttel, glaube ich, werden Genau, Flüssiggasterminals. Terminals, genau, die will er ausbauen. Aber wir müssen jetzt einfach daran. Jeder kann was tun, jeder hat die Möglichkeit. Und ich habe auch gesagt, jeder sagt ja immer, ja, was soll meine kleine Anlage da schon bringen? Ja, dann kannst du aber auch sagen, dann musst du auch nicht zur Wahl gehen, weil was bringt deine eine Stimme? Die bringt auch nichts. Ganz Dann genau. Also musst du keine Steuern zahlen. Deine Steuern machen den Staat auch nicht reich, aber die Masse macht es einfach. ich bin ja auch dafür, dass jetzt. Ist jetzt doof, aber jeder, der eine Gasheizung hat, vielleicht mal überlegt, ob der Raum nicht 1 oder 2 Grad kälter sein dürfte. Es ist ja bei einem, in Anführungsstrichen, mal die Socken ein bisschen dicker anzuziehen, damit die Fußbodenheizung nicht ganz so kalt rüberkommt und zu sagen, wir drehen alle ein bisschen. Dann sind das ja auf der Menge der Gasheizung auch Kubikmeter und Mengen, also wenn man da alles schon mal bei anfangen will. Ne? Ich meine, das so Ja. Letztes ist aber natürlich. Der Umschwung, so wie bei dir jetzt zum Beispiel, und deswegen, und da wollen wir uns ja auch hauptsächlich unterhalten, Ja. auf die Wärmepumpe versorgt zumindest zu einem guten Teil von der eigenen PV. Für mich immer eigentlich so ein Punkt und bei mir dann ja die Klimaanlage zum Heizen und Brauchwasserwärmepumpe wahrscheinlich, um so ein bisschen, ja, vielleicht als Beispiel, was man machen kann. Nicht? Also die PV vergrößern, so groß wie es geht. Ich meine, das ist ja sowieso unser Tenor. Und dann Ja. halt die Klimaanlage oder eben Wärmepumpe, Brauchwasserwärmepumpe. Selbst wenn man
die Gasheizung noch laufen lassen muss im Winter, weil man das andere irgendwie nicht hinkriegt, finanziell. Ist ja allein die Brauchwasserwärmepumpe im Sommer vielleicht mit PV zu betreiben, schon wieder. Und wenn es nur 10% des Gesamtgasverbrauchs sind, aber wenn es jeder macht, sind es ja Millionen, Milliarden von Kubikmetern. Das darf man ja mal nicht vergessen. Es ist ja immer jedes kleine Gramm, nicht? Das, was man also meiner Meinung nach beitragen kann oder dergleichen. Also, ja, das ist genauso. Lichter, also Räume, die nicht genutzt werden, wo man nur dreimal am Tag reingeht und aber den ganzen Tag brennt da drin das Licht, das kenne ich auch noch und nöcher. Also Energiesparen, ja, ich bin ja immer der nicht so mit Verzicht kommen will. Ich weiß ja, Verzicht kommt nicht gut an und muss ja eigentlich auch nicht sein, weil der helle Ball da oben am Himmel, der schickt genug Energie und wir müssen es einfach nur abschöpfen, das ist ja die Sache. Aber du hast natürlich recht, auch Energiesparsamkeit bedeutet natürlich weniger Energieimporte. Und auch da wieder das Prinzip, der Einzelne, okay, aber die Masse, da kommt schon was zusammen. Ne? Ja, das ist jetzt, also beim Gas macht es natürlich jetzt direkt was aus. Beim Strom indirekt, wenn wir zu viel Strom brauchen und der dann am Ende auch aus Gas produziert wird, ist es natürlich auch genauso sinnvoll, das Licht aus. Ich meine, das sind ja so Sachen, da will ich ja heute gar nicht mehr mal drüber reden normalerweise, dass man kein Licht in einem Raum anhat, wo man nicht ist. Also, Na, guck doch mal, manchmal, ich will jetzt auch niemandem seine Weihnachtsfreuden da vermiesen oder so, aber wenn ich manche Häuser sehe, also taghell erleuchtet um die Weihnachtszeit oder auch was manche für Strahler da draußen in ihrem Garten die ganze Nacht laufen haben, Sicherheitsaspekt, klar, kann ich ja auch wieder verstehen, aber die andere Seite ist halt wirklich, das kostet alles unglaublich viel Energie. Auch, ich denke immer so, Straßen, die beleuchtet sind, Gehwege, auch Sicherheitsfaktor, aber ist es nicht sinnvoller, der Mensch ist die Beleuchtung und nicht der Gehweg ist die ganze Nacht beleuchtet? Das frage ich mich halt auch immer, muss das so sein? Kann nicht der Mensch die Beleuchtung mitnehmen, damit er nicht im Dunkeln unterwegs ist? Zum Beispiel, man könnte ja theoretisch auch drüber nachdenken, Sensorentechnik gibt es ja auch jede Menge, dass man, wenn man da längs läuft, dass die Lampen kurz angehen für den Moment, wo man sich, ich meine, das ist hier auch auf der Straße, habe ich auch ganz ehrlich im letzten Bürgermeister schon mal gesagt, die Straßenbeleuchtung ist noch nicht mal richtig modern, also es ist noch keine richtige LED überall oder so. Und dann ist das echt irgendwie drei Viertel der Nacht an. Ne? Und da habe ich auch schon gesagt, normalerweise, wenn man das dann, das sollte ja mal modernisiert werden, warum dann nicht eine Sensorik, dass das nur dann angeht, wenn da auch wirklich einer läuft. Denn hier läuft in der Nacht vielleicht einmal ein Fußgänger und dann der Zeitungsausbringer am frühen Morgen. Der hat aber seine Stirntaschenlampe, der bräuchte die Lampen gar nicht. Ne? Weil dann ist so die Hälfte der Beleuchtung aus, wenn der kommt. Ne? Weil der kommt um 4 Uhr oder so. Da ist dann ja die Hälfte der Lampen aus. Wenn da wirklich mal einer da ist, ist die Hälfte der Lampen aus. Und deswegen hat der so eine Stirnlampe. Und das ist dann so ein bisschen diese Problematik mit dem Energiesparen auch natürlich. Ja, da sind wir nochmal. Du hast das Thema Wärmepumpe, ja, da wollte ich noch einen Satz zu sagen. Also wir stellen ja um auf Wärmepumpe und ich weiß ja auch, wir werden vielleicht ein Fünftel aus der eigenen PV für die Wärmepumpe nutzen. Viel mehr wird es nicht werden, vielleicht ein Viertel, wenn wir Glück haben. Der Rest, den beziehen wir natürlich auch aus dem Netz. Aber was so mein Ziel auch ist mit unserem Haus hier, ich will eigentlich so viel Strom selber erzeugen, dass ich bilanziell, wenn wir jetzt die Langzeitspeicherung mit reinnehmen, das heißt, wenn wir jetzt den Strom, den wir im Sommer einspeisen, wenn der jetzt in Wasserstoff umgewandelt würde, Wirkungsgrad ist ja noch nicht so doll, 50-60%, und dann im Winter mit der Wärmepumpe quasi dann wieder rückverstromen und verfeuern können, wenn man so will. Das ist so ein bisschen mein Ziel, zu zeigen, dass wir mit dem Gebäude hier auch mit den Verlusten der Kurz- und Langzeitspeicherung bilanziell mehr Strom erzeugen können, als wir verbrauchen. Mit Mobilität, mit Wärme, mit Komfortstrom, nennen wir es halt so. Das ist auch so ein bisschen mein Ziel. Und ich hoffe, da kommen wir hin. Ich gehe davon aus, dass wir so auf 13.000, 14.000 Kilowattstunden im Jahr kommen. Und Verbrauch werden wir effektiv haben ungefähr, ich schätze so 9.000 Kilowattstunden. Und der Rest, das sind dann quasi die Langzeitspeicherverluste. Und ich will einfach zeigen, dass so ein Gebäude sich so viel Energie erzeugen kann, wie es auch verbraucht. Mit allem Drum und Dran und Pipapo. Jetzt nicht der Konsum, das ist nochmal eine extra Sache. Aber zumindest das, was wir hier verbrauchen, das ist so mein Ziel und das will ich auch damit zeigen. Ja, das ist ja auch, macht ja auch absolut Sinn. Ist ja auch mein Konsens, dass ich sage, ich will dieses Energie, zumindest das mal die theoretische Autarkie. Also wenn ich jetzt alles speichern könnte, was ich produziere, das bin ich ja jetzt schon, ich produziere deutlich mehr Strom, als ich verbrauche, aber ich habe ja jetzt auch immer noch den Faktor Öl. Ich sage, ich habe zumindest im Haus ja 600 Liter Öl, die ich im Jahr verbrauche, also 6000 Kilowattstunden und bin da jetzt gerade so bei plus minus null, wenn ich das theoretisch in Strom umrechnen würde oder so. Und da will ich ja auch deutlich drüber weg, nicht? So dass ich dann
irgendwann sagen kann, so, und wenn jetzt die Wärmepumpengeschichte kommt, dann hat man natürlich das gesenkt. Das heißt, es ist ja weniger Strom verbraucht, als das Öl sozusagen Energie enthält. Und dann kommt, ja, natürlich. Dann kommt irgendwann der Gedanke, ich habe da draußen ja auch noch im Gewächshaus eine Heizung und dann muss ich die ja auch noch irgendwie, ja, zumindest bilanziell auf Null kriegen. Das geht ja gar nicht. Man kann es vielleicht gar nicht so nein. Umwandeln. Ne? Aber was ich halt jetzt so ein bisschen, naja, was halt jetzt kommt und was die Leute vielleicht auch ein bisschen im Auge behalten müssen, ist natürlich auch die Problematik, dass die Energiepreise jetzt natürlich wahrscheinlich sehr stark steigen werden in nächster Zeit. Ne? Ja. Auch mal. Also das ist so ein Ding, wo ich so ein bisschen, naja, wo man Angst vor haben kann. Sicherlich auch Fahrleute Angst vor haben. Ich habe jetzt auch schon überlegt, ich meine, das ist vielleicht mal was, jetzt eine gute Frage an dich. Ich habe überlegt, ob mein Grundgedanke zum Thema Speicher, zu sagen, Speicher lieber nicht, aus wirtschaftlicher Sicht, ob das wirklich so noch haltbar ist unter diesen Umständen. Also da ist jetzt wirklich, also der Gedanke, der ist mir jetzt, ich habe ja heute auch ein recht naja, nachdenkliches Video zum Thema Ukraine veröffentlicht und da ist eigentlich, dieser Gedanke ist mir dabei auch gekommen. Ich sage ja immer so ein bisschen, der Speicher lasst mal lieber weg, ist nicht so wirtschaftlich. Wer denn doch bauen will, baut ihn halt. Aber jetzt ist natürlich die Frage, angesichts dieser Problematik und angesichts der Problematik, dass wir wahrscheinlich deutlich steigende Preise haben werden durch diese ganze Sache, ob man dann nicht vielleicht doch vorsichtshalber unter Umständen den Speicher einbauen sollte. Verstehst du, was ich meine? Natürlich. Ne? Definitiv. Du gehst ja, Speicher ist ja immer auch eine Rechnung auf 15 bis 20 Jahre. Wir sagen ja ungefähr 20, also 15 Jahre ist so im Photovoltaikforum der Tenor. Man kann auch 20 Jahre hier nehmen, hält der Speicher. Und du siehst halt, wie unberechenbar 20 Jahre sind. Ich meine, wir gucken mal zurück. Vor 20 Jahren war 9/11. Und was hat sich seitdem alles verändert? Und seitdem ist der Strompreis, naja, auch gestiegen, jetzt nicht in der heftigen Weise. Aber klar, du kannst es nicht vorhersagen. Wir können immer nur mit dem Wert von jetzt rechnen und vielleicht mit dem statistischen Steigerungswert, den es gegeben hat. Aber sowas, wie was jetzt passiert ist, kannst du natürlich nie mit reinrechnen. Und ich finde es auch wichtig, ich werde es auch machen. Ich werde regelmäßig wieder den Speicher durchrechnen anhand verschiedener Szenarien, um zu zeigen, wo stehen wir denn. Aber es ist halt die Frage, bleibt der Speicher so günstig? Man kennt das ja, diese Effekte. Das ist jetzt die Frage. Das siehst du jetzt bei der Förderung. Ich habe ein Angebot für die Brauchwasserwärmepumpe vor 5 Jahren, für die Heizungswärmepumpe. Ich vermute, vor 5 Jahren hätte ich das für die Hälfte gekriegt. Wahrscheinlich. Das ist, wobei bei Wärmepumpen ja sowieso generell das Ding ist, in dem Moment, wo du das Wort Förderung beim Installateur in Erwege erzählst, dann geht da ja schon nicht mehr die Panasonic irgendwas, sondern dann muss es ja schon wieder die Weiland, Ecotherm, keine Ahnung was sein. Ich nicht spoilern. Ich würde sagen, muss jetzt nicht Mailand sein, kann auch jede andere Firma sein, ja. Aber dann geht es ja schon wieder auf einen ganz anderen Hersteller und auf ganz andere Preisdimensionen. Ich meine, ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Brötchen. Also Brötchen heißt, jetzt kennst du vielleicht nicht so, aber doch, die sind wir zu Hause auch. Gibt auch ein paar Freunde von mir, die bei Brötchen arbeiten und ich hätte normal auch bei Brötchen gelernt. Ich habe mich damals dann für Airbus entschieden, hätte auch bei Brötchen lernen können. Wäre vielleicht auch der bessere Job gewesen, weil dann wäre ich Energieanlagen, Elektroniker, das wäre natürlich jetzt ideal für dieses Hobby. Mhm. Aber gut, ist ja nun mal so. Und Brötchen hat auch unglaublich gute Wärmepumpen. Also wirklich unglaublich gut. Die sind so flüsterleise. Mein Nachbar hat ja eine, wollte ich auch immer noch mal filmen. Da stehst du davor und die läuft auf höchster Stufe und du hörst sie nicht. Also sie ist leiser, als sie so säuselt, leiser als der Wind. So leise ist die. Aber die kostet natürlich 16.000 irgendwas Euro. Okay, das ist eine stolze Hausnummer, ja. Ja. Da bin ich mit der Weiland deutlich drunter, ja. Ja, weil die dann aber, ja, dann wird die ja gefördert und das ist ja dann das Argument, das wird ja alles gefördert und das ist immer das Problem bei Förderung, sehe ich halt auch so. Oft ist es so, selber mit marktüblicher Technik verbaut, ist billiger als gefördert vom Installateur. Das ist ja oft so. Also ich habe jetzt auch mit einem Kontakt, der hat seine Wärmepumpe auch selber hingebaut, hat auch die Panasonic genommen. Ich glaube, der hat 4.000 Euro dafür bezahlt im letzten Sommer oder so. Und hat dann nochmal 1.000 Euro Installationsmaterial gekauft und hat das angeschlossen. Läuft allerdings noch im Parallelbetrieb. Also seine alte Heizung steht noch. Die hat er aber über Winter noch gar nicht angehabt, weil das hier so mild war diesen Winter. Ja. Und ist also hoch begeistert von. Läuft auch alles super. Und hat das Ding also im Prinzip für gut 5.000 Euro fertig. So, jetzt geh mal zu deinem Installateur und sag ihm 5.000 Euro zum Einbau einer Wärmepumpe. Dann sagt er, ja, dafür kommen wir mit dem Bus einmal her, machen auf und zu. Ja. Ist ja so. Ne? Ja, klar.
das ist ja der Service des Installateurs, ist ja heute schon hier mit, wir machen das schon alles fertig, du brauchst nur noch einmal unterschreiben hier, drei Kreuze bitte, denn, dass du das auch wirklich haben willst und dann können wir das Fördergeld und alles direkt, weiß nicht, ob das so gut ist mit dem Fördergeld, das ist genau wie Photovoltaik, wie gesagt, ist auch die Frage, Speicher kann jetzt sein, dass auch Förderung, es kann ja alles noch sein, wir wissen ja noch gar nicht, was im Osterpaket noch an Eiern drin liegt, wir reden ja immer über dieses eine Ei, die Einspeisevergütung, das für uns das Wichtigste ist, aber da können ja noch Speicherförderungen drin liegen, da könnte auch noch eine CO2-Preisgeschichte drin liegen, denn das ist ein Punkt, den ich immer und nicht die ganze Zeit und in letzter Zeit schon beim EEG wirklich bemängel, die E-Autofahrer kriegen ja THG-Quote und wir kriegen nichts für unser CO2. Mhm. Wir sparen ja das CO2 ein, aber wir kriegen dafür nichts. Wir kriegen ja nur den Strom bezahlt. Ist ja die Frage, teilweise könnte es sich ja lohnen, nur das CO2 bezahlt zu kriegen. Weil das CO2 ja schon so viel wert ist inzwischen, dass das, wie gesagt, oder man müsste es kombinieren, das kann ja auch alles irgendwo noch in diesem Osterpaket schlummern. Mhm. Man weiß ja nicht, wie weit die gehen. Naja, es ist ja so, es wird ja die EEG-Umlage nicht mehr geben. Das heißt, über den Strompreis wird es nicht mehr laufen. Das läuft ja eh über einen anderen Topf. Und das wird ja wahrscheinlich dann diese CO2-Rückläufer sein, worüber dann die Einspeisevergütung quasi ausgezahlt wird. Und ob das nun die THG-Quote heißt oder wie sonst, es ist wichtig, dass sich es lohnt, die Dächer voll zu machen. Das heißt, wir beide haben ja auch so eine Rechnung mit den 6,5 Cent gehabt, wo ich sage, Norddach, nee, lieber nicht. Und du hast gesagt, doch, geht noch. Und das waren ja auch Haarspaltereien, die wir da quasi betrieben haben. Ja, das war ganz knapp an der Grenze. Eben, und es muss wieder eindeutig werden. Dach voll machen, flache Norddächer voll machen. Eindeutig. Aber das, wie gesagt, das war ja so dieses, das ist so eine Grenzbetrachtung. Norddach, da habe ich jetzt mit Felix letztens ja noch ein Video drüber gemacht. Das kommt sicherlich auch irgendwann demnächst. Und es ist natürlich an der Grenze. Wenn ich jetzt ein Haus habe, was eine kleine Dachfläche hat, dann ist das Norddach immer sinnvoll. Wenn ich jetzt ein Reihenhaus habe, wo auf jede Seite nur 5 kW draufgehen, dann macht das Norddach gleich viel mehr Sinn. Bei mir ist es was anderes. Ich habe dann schon 25, wahrscheinlich, wenn das je gebaut wird. Das heißt, das sind dann nochmal 5 dazu. Ob ich die dann habe oder in China fetten Sack Reis, aber mit einer Einspeisevergütung, die sich rechnet, das muss ich immer. Das ist vielleicht auch das, wo wir wieder hin müssen. Es muss sich theoretisch ein Volleinspeiser rechnen. Richtig. Er muss nach 15 Jahren plus minus null sein. Und dann steigert der Eigenverbrauch den Profit und dergleichen. Ja. Wolltest du denn noch was sagen, Martin? Aus deinem tiefen Herzen. Ja, mach die Dächer voll. Nein, das, was ich am Anfang, das ist mir das Wichtigste zur Zeit. Diese Situation zeigt jetzt, wir müssen unsere Energie selbst hier produzieren in Europa. Wir müssen das Ganze europaweit betrachten. Wir können es halt nicht mehr weltweit betrachten. Das mit der Globalisierung ist für mich in meinen Augen ein bisschen gescheitert zur Zeit. Das, auch wenn das jetzt nur an einzelnen Personen liegt, aber das ist halt ein Riesenproblem, was man jetzt sieht, was dabei entsteht. Einmal die Lieferengpässe mit China, dann der Konflikt Russland-Ukraine und auf der anderen Seite haben wir Amerika mit dem Flüssiggas, was ja auch keine tolle Sache ist, weil die holen das mit Fracking aus dem Boden. Das ist alles keine tolle Sache und wir haben die Möglichkeiten hier, wir haben die Sonne, wir haben den Wind, wir haben das Wasser, wir können da einen Mix draus machen, meinetwegen haut noch Atomkraft mit rein, ist mir scheißegal. Ich will es nur nicht vor meiner Tür haben, also ich bin da halt kein Freund von, aber wir werden ja nicht ohne Atomkraft, das sagt ja auch, sagen ja auch die Studien, dass es erstmal nicht ohne gehen wird. Wir kommen vielleicht irgendwann hin, Fusionsreaktor mag sein, aber ich sehe es halt zurzeit noch nicht. Wir müssen uns jetzt auf das konzentrieren, was geht. Und das ist für mich halt wirklich für unsere Kanäle hier. Wir sprechen ja die normalen Menschen an und nicht irgendwelche großen Industrieunternehmen oder so. Macht die Dächer voll. Das ist die Möglichkeit, die wir haben. Und wie gesagt, ich sage es nochmal, das ist eine Sanktion gegen Russland, die wir selber machen können. Wo wir selber was tun können. Kann man so auch sehen. Ich mein, sag ich ja auch, alles auf Strom und so viel davon wie möglich selbst produzieren. Es geht ja nicht nur darum, dass wir unseren Strom, wir müssen ja auch Strom für die produzieren, die irgendwo zur Miete wohnen. Das ist ja auch noch alles dazu. Nicht? Also, wenn da einer dann im Prinzip seine Bude mit was anderem heizen will als mit der Gasheizung, dann braucht er ja auch den Strom. Und deshalb dürfen wir ja auch gerne mehr Strom produzieren, als wir selber verbrauchen. Das ist richtig. So, und so kann man das eigentlich sehen. Bestimmt. Gut. Okay. Ja, in dem Sinne, Martin, mach's gut. Danke, Thorsten, danke, mach's gut.